Ich möchte mit euch über die Frage nachdenken, wie können wir leben, wenn die Zukunft so ungewiss ist? Wie können wir unser Leben gestalten, wenn unsere Zukunft so ungewiss ist? In den letzten Wochen habe ich ein paar Stunden damit verbracht, Urlaub zu planen. Ich weiß nicht, hat schon jemand Urlaub für dieses Jahr geplant? Gibt es ein paar Leute? Ein paar sind so mutig, ja. Ich dachte auch die ganze Zeit, ja, macht das überhaupt Sinn? Und was wird möglich sein? Und wie wird das möglich sein? Und wann und wie? Aber es hat dennoch Spaß gemacht und doch war da so ein komisches Gefühl. Ich kenne auch ein paar Leute, die planen, dieses Jahr zu heiraten und erleben das auch nicht gerade als eine einfache Angelegenheit, in so einem Jahr, in so einer Pandemie eine Hochzeit zu planen. Aber manchmal gibt es Dinge, die machen unser Leben noch auf einer etwas anderen Weise ungewiss. Da geht es nicht nur um Urlaubsplanung oder Hochzeitsplanung. Dann kommen manchmal Dinge ins Leben hinein und die lassen alle Pläne zusammenbrechen. Manchmal in Form von Krankheiten, die uns nicht mehr wissen lassen, hey, wie lange habe ich überhaupt noch? Oder jemand, der mir sehr viel bedeutet. Und diese Ungewissheit ist etwas, was nur sehr schwer zu ertragen ist. Die Realität ist aber, dass wir sehr vieles in unserem Leben nicht wissen. Nicht wissen, wie es sein wird und womit wir rechnen können. Und deshalb sind wir dieser Ungewissheit ausgesetzt. Und ich möchte mit euch in einen Text hineinschauen, der spielt sich ab zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und da ging es auch um die Zukunft und es ging auch um eine Ungewissheit, die Jünger im Hinblick auf die Zukunft hatten. Die Situation spielte sich in Jerusalem ab und in der Ausgangssituation war das so, dass die Jünger über den Tempel, der in Jerusalem war, am Staunen waren. Sie redeten darüber und staunten über diesen Tempel. Man muss wissen, an sich, die Juden waren sehr stolz auf diesen Tempel. Sie sahen ihn als eins der beeindruckendsten Bauwerke und Sehenswürdigkeiten weltweit an. Und dann kommt aber Jesus mit so einem Kommentar in dieses Gespräch hinein. Und dieser Kommentar muss sie ziemlich schockiert, zumindest sehr irritiert haben. Das lesen wir in Matthäus 24, Abvers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Er zeigt auf den Tempel. Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Das muss für sie damals ein mega Schock gewesen sein. Jesus sagt, dieser Tempel, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und dann lesen wir, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, das scheint ein anderer Ort, ein bisschen später zu sein, vermutlich waren vorher ein paar Leute mehr mit unterwegs. Und dann trauen sie sich zu fragen und sagen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also sie machen aus einer Frage eigentlich drei Fragen. Vermutlich gehen sie auf einiges ein, was Jesus vielleicht schon vorher mit erzählt hat. Und die nächsten 30 Verse nutzt Jesus, um ihnen die Frage nach den Zeichen zu erklären. Und wir werden heute in der Predigt nicht das ganze Kapitel durchlesen, aber ich will euch einfach mal ein paar Dinge nennen, die in diesen Versen drinstehen, die als Zeichen benannt werden. Also da heißt es, viele werden behaupten, Christus zu sein. Ihr werdet von Kriegen hören. Nationen werden sich gegen andere Nationen erheben. Es werden Hungersnöte und Erdbeben geben. Ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. Viele falsche Propheten werden kommen. Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das Evangelium wird allen Nationen gepredigt werden. Die Sonne wird verfinstert werden. Mond wird seinen Schein nicht mehr haben. Sterne werden vom Himmel fallen und Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. So, ich weiß nicht, was diese Aufzählung so mit dir macht. Für mich hört sich das erstmal an wie so ein apokalyptischer Fantasy-Film. Und wenn ich mir versuche, das irgendwie vorzustellen, was da alles abgeht, dann macht das irgendwie, kann das einen schon Angst machen. Und man stellt sich natürlich die Frage, was bedeuten all diese Dinge?
Und leider haben sich in der gesamten Geschichte auch immer wieder Christen dazu hinreißen lassen, diesen Text ja sehr kreativ auszulegen. Und immer wenn irgendetwas gerade passiert in der Weltgeschichte, im Land, da ist eine Hungersnot oder ein Krieg oder ein Erdbeben oder sonst was, dann gehen die Alarmlämpchen hoch und sagen, ah, wahrscheinlich kommen wir jetzt in diese Endzeit, von der hier gesprochen wird. Diese Rede von Jesus wird auch genannt als Endzeitrede. Die Corona-Pandemie hat solche Spekulationen leider nur noch zusätzlich angefeuert. Ich werde dir heute nicht sagen, wie du diesen Text verstehen und interpretieren musst. Es gibt eine Reihe von Theologen und Bibelauslegern, die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ich stehe hier nicht als jemand, der alle Fragen dazu beantworten kann und dir vorschreiben will, wie du diesen Text auszulegen hast. Aber es gibt ein paar Grundregeln und zwei möchte ich auf diesen Text kurz hinweisen, die uns zumindest helfen, den Text gut zu verstehen. Das erste ist hier: die sogenannte Endzeitrede von Jesus ist eine Antwort. Und dann stellt sich doch die Frage, auf welche Frage antwortet Jesus denn hier? Und er antwortet hier auf drei Fragen. Die erste Frage ist, wann wird der Tempel zerstört? Die zweite Frage ist, wann wird die Wiederkunft Jesu sein? Und die dritte Frage ist, wann ist dieses Zeitalter zu Ende? Manche Bibelübersetzungen, gerade die freieren, übersetzen das eher mit, wann ist die Welt, das kommt das Ende der Welt, was aber eigentlich schon eher eine Interpretation dessen ist. Es geht nicht unbedingt um das Ende der Welt, sondern um das Zeitalter, was vorbei ist, auch wenn es unklar ist, was damit genau gemeint ist. Warum erzähle ich das? Wenn die Jünger gefragt haben und Jesus den Jüngern antwortet, müssen wir immer erst den Umweg machen. Wir können nicht diese Verse lesen und denken, oh, was bedeutet das heute im Jahr 2021? Sondern wir müssen es erst verstehen, was bedeutet es damals für die Jünger in dieser Zeit damals. Und wenn wir uns das genauer anschauen und auch die Frage, werden wir feststellen, ein Teil des Textes dieser Endzeitlehre bezieht sich auf die Dinge, die im ersten Jahrhundert noch passiert sind. Also 70 nach Christus wurde Jerusalem eingenommen, zerstört, und auch der Tempel wurde zerstört. Also das, was Jesus vorhergesagt hat, ist 70 nach Christus passiert. Einige von den Dingen im Kapitel 24 sind bis heute noch nicht passiert und liegen irgendwann in der Zukunft. Das bedeutet, hier wird auf sehr kompakte Art und Weise, innerhalb eines Kapitels, werden mehrere Dinge prophezeit, die aber über mehrere tausende Jahre verteilt sind. Auch wenn das in diesem Kapitel so ist, als würde das alles eine Zeit betreffen, tun wir gut daran, wenn wir das beachten. Manche von diesen Dingen sind schon im ersten Jahrhundert passiert. Manche Dinge werden noch passieren. Wir können diesen Text also nicht als eine Art Endzeitlehre verstehen, die irgendwie nur eine bestimmte Zeit betrifft, die irgendwann in der Zukunft sein wird. Dafür spricht auch der Vers 34, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das bedeutet, er sagt, hey, das, worüber ich hier spreche, das ist etwas, was diese Generation betrifft. Also, wir müssen diesen Text zuerst mit den Ohren der damaligen Zuhörer verstehen und hören, bevor wir sagen, was das für das Jahr 2021 bedeutet. Das Zweite, was ganz interessant ist, Jesus lehrt sehr gerne mit Bildern und Geschichten, Stories. Das ist seine Art zu lehren, weil er weiß, dass wir so die Dinge viel besser verstehen, als wenn er uns eine Gebrauchsanweisung schreibt, die nur jeder Dritte kapiert. Ja, also zumindest geht es mir so, wenn ich Gebrauchsanweisungen lese. Jesus lehrt nicht in Form von Gebrauchsanweisungen fürs Leben, sondern in Form von Bildern und Geschichten. Das bedeutet, wenn er zum Beispiel in Vers 8 sagt, die Zeichen sind wie der Anfang von wehen. Also hier vergleicht er das mit einer Geburt und mit einer Schwangerschaft. Wenn wir zum Beispiel in Vers 29 lesen, die Sonne wird verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, dann dürfen wir das nicht so lesen, als würden tatsächlich irgendwann mal Sterne vom Himmel runterfallen. Sondern es ist so, wie wenn wir sagen, okay, das Römische Reich ist untergegangen, denn keiner von uns, oh, wo, im Mittelmeer oder im Atlantik oder wo, wir wissen, dieser Untergang ist eine bildhafte Sprache dafür, dass etwas zu Ende gegangen ist. Und
Jesus und im damaligen Kontext wurde sehr stark mit Bildern gearbeitet. Und dieser ganze Text ist voll mit Bildern. Und so finde ich einen Kommentar vom anglikanischen Theologen N.T. Wright sehr zutrefflich, wenn er sagt, nur mit Bildern wie diesen kann man über Gottes Zukunft sprechen. Wir haben von ihr keine exakte Beschreibung und wir würden nicht damit umgehen können, wenn es eine gäbe. Was wir haben, sind Bilder. Die Geburt eines Babys, die Hochzeit eines Königssohns, ein Baum, der neue Blätter treibt. Gottes Zukunft wird sein wie all diese Dinge. Und natürlich auch noch ganz anders. Das bedeutet, wenn wir an diese Texte herangehen, brauchen wir hier eine gesunde Portion Demut. Zu verstehen, hey, manche Dinge werden darin vielleicht klar, aber viele Dinge auch nicht. Und wir können davon ausgehen, dass die Jünger damals auch vielleicht einige Fragen beantwortet bekommen haben, aber sicherlich auch mindestens genauso viele neue Fragen nach dieser Rede von Jesus neu hatten. Und dann kommt Jesus und versucht ihnen mit drei Gleichnissen, mit drei Geschichten deutlich zu machen, worum es ihm hier geht. Und diese drei Gleichnisse sollen den Jüngern helfen zu verstehen, wie leben wir mit einer Zukunft, die so ungewiss ist. Und diese drei Gleichnisse zeigen eigentlich so drei Fallen auf. Drei Fallen, in die wir tappen können. Ich meine, wir müssen wissen, er redete da zu seinen Jüngern. Das bedeutet, es ging um Menschen, die an Jesus glaubten, an die Existenz Gottes glaubten, die daran glaubten, dass es eine ewige Zukunft gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und hier deutet Jesus auf gewisse Gefahren hin und Risiken hin, die bestehen für Menschen, die diese Zukunftsperspektive haben. Und wir dürfen diese Texte nicht diese Texte sind nicht dazu da, um den Jüngern damals Angst zu machen, die Rede Jesu. Genauso sollen sie uns nicht ängstlich machen, sondern es geht darum, dass sie uns achtsam machen. Der Unterschied zwischen Angst machen und achtsam machen lässt sich vielleicht am Beispiel von Verkehrsschildern deutlich machen. Wenn ihr zum Beispiel an ein Verkehrsschild kommt und da steht Vorfahrt gewähren, ja? Also ihr kommt an so ein Schild und ihr wisst, hey, bevor ich die nächste Straße kreuze, muss ich gucken, ob von rechts oder links irgendjemand kommt, weil ich habe keine Vorfahrt. Ich muss darauf achten. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, als ich an so ein Schild kam, zu sagen, boah, was ist das für eine Angstmacherei mit diesen Schildern? Die wollen mir ja nur Angst machen, über die Straße zu fahren. Nein, diese Schilder sind nicht dazu da, um mir Angst zu machen, sondern um mich aufmerksam zu machen, um mich achtsam zu machen, dass ich einfach nur schaue, hey, ja, ich kann über die Straße, aber vorher gucke ich, was kommt von rechts und was kommt von links. Und genau das sollen diese Gleichnisse von Jesus bewirken. Sie sollen uns nicht Angst machen, sondern achtsam machen, dass wir genauer hinschauen, wie wir unser Leben hier gestalten können. Und noch eins ist wichtig bei diesen Gleichnissen, ähnlich wie bei meiner gerade Illustration mit dem Verkehrsschild. Stell dir vor, ihr würdet euch jetzt die Gedanken machen, okay, was ist jetzt bei diesem Bild mit dem Verkehrsschild? Warum hat Erwin wohl ein Verkehrsschild genommen und nicht irgendwas anderes? Und wofür stehen eigentlich die Leute, die Vorfahrt haben? Sind das vielleicht irgendwie Christen, die reifer sind? Oder sind das Feinde, die uns verletzen wollen? Und wofür steht die Straße, auf der wir fahren? Ist das jetzt das Leben oder eine Phase? Oder ihr merkt, das führt zu nichts, solche Fragen zu stellen. Und genau so ist es auch mit den Gleichnissen. Wir denken vielleicht, hey, das steht in der Bibel. Jedes Wort in der Bibel hat da doch seinen Sinn und sein Ziel und Zweck. Und ich muss darin forschen und gucken, was jedes Einzelne bedeutet. Wenn wir aber Gleichnisse lesen, dann kommen wir sehr schnell auf dünnes Glatteis, wenn wir versuchen, jede Kleinigkeit in diesen Gleichnissen zu deuten. Wofür steht das Öl und wofür steht das Schlafen und wofür steht das und das und das? Weil das nicht Jesu Absicht war. So wie meine Absicht mit der Illustration des Verkehrsschildes war, den Unterschied zwischen Angst machen und achtsam machen zu erklären. So ging es Jesu immer mit den Gleichnissen darum, eine Botschaft mit jedem Gleichnis deutlich zu machen. Und hier nutzt er sogar drei Gleichnisse, um insgesamt den Jüngern deutlich zu machen, wie sie in der Zukunft leben sollen, auch wenn diese Zukunft für sie sehr ungewiss ist. Okay, dann lass uns
mal in diese drei Gleichnisse jeweils kurz einsteigen und diese Kernbotschaft herausarbeiten. Das erste Gleichnis, da geht es um den treuen und untreuen Knecht. Wir lesen dieses Gleichnis mal, das ist das kürzeste von den drei, das können wir lesen. Vers 45. Jesus sagt, woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zu gegebener Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener aber ein böser Mensch ist und sich sagt, ach, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt, die anderen Diener zu schlagen, während er selbst mit Trunkenbolden schwelgt und prasst, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Heuchler sind und wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das Ende klingt ziemlich brutal. Die Kernbotschaft dieses Gleichnisses beschreibt eine Falle, in die wir tappen können. Und diese Falle besteht darin, zu sagen, ach, weißt du, ich lebe so, als gäbe es kein Morgen. Was kümmert mich das, was morgen oder übermorgen oder irgendwann kommt? Ich lebe einfach heute so, wie ich heute leben will. Und schiebe die Gedanken an Ewigkeit, an Gott, an was ist nach dem Tod und alles einfach beiseite. Als ich noch etwas jünger war und zur Schule ging und manchmal mit anderen Jugendlichen, ich weiß nicht, ich war 15, 16, über den Glauben gesprochen habe, da hörte ich öfter was von meinen Schulkameraden, was ungefähr in diese Richtung ging. Ach, weißt du, Erwin, ich denke, Glauben und Gott, das ist etwas für alte Leute. Wenn man dem Tod ein bisschen näher kommt, ja, dann sollte man sich darüber vielleicht ein bisschen Gedanken machen. Aber ich bin 16. Heute ist nicht der Tag, um darüber nachzudenken. Jetzt genieße ich einfach mein Leben und mache das, worauf ich heute Lust habe. Und Jesus will seinen Jüngern hier deutlich machen, hey, keiner weiß, wie lange er lebt. Keiner weiß, wann er tatsächlich vor Gott steht. Kein Knecht weiß, wann sein Herr wieder zurückkommt. Tappe nicht in die Falle zu glauben, ach, das ist noch so weit weg, ich verdränge das einfach und tue so, als gäbe es diese Verantwortung nicht, die ich habe, als gäbe es diesen Gott nicht, als gäbe es dieses Glauben nicht oder zumindest, ich verschiebe es einfach irgendwie in die Zukunft. Natürlich, das Attraktive ist, ich muss mir dann um nichts erstmal Gedanken machen, denke ich zumindest. Aber Jesus geht es hier nicht um einen Deal. Ihm geht es nicht darum, Angst zu machen und zu sagen, boah, denk dran, frühzeitig das mit Gott abzuklären, damit du in den Himmel kommst, damit du ein Ticket hast, damit alles in Ordnung ist. Sondern das ist nicht Gottes Verständnis von Glauben und Beziehung. Dass du sagst, ah, ich lebe mein Leben so, wie ich es will und dann mache ich noch schnell irgendwie einen Deal mit Gott, damit ich später in den Himmel komme. Das ist nicht das, worum es Gott geht. Gott geht es um eine Beziehung, um ein Vertrauen. Das andere wäre geheuchelt. Es geht um eine Beziehung, um ein Vertrauen und es geht darum, dass er sagt, das ewige Leben ist nicht nur etwas, was irgendwann stattfindet, sondern was heute beginnen kann und beginnen darf. Das zweite Gleichnis beschreibt eine ziemlich gegenteilige Gefahr und Falle, in die wir tappen können. Da geht es um 10 Brautjungfern. Es gab damals den Brauch, die Tradition, dass wenn eine Hochzeit gefeiert wurde, abends, wenn die Party war, die Brautjungfern zum Haus des Bräutigams gingen oder ihn an einem bestimmten Punkt erwarteten. Und wenn der Bräutigam dann kam, begleiteten sie ihn mit Fackeln oder Öllampen bis zum Haus der Braut oder seiner Schwiegereltern, wo dann die große Party stattfand. So, jetzt ist die Geschichte so, da sind 10 Brautjungfern, alle 10 machen sich bereit, haben eine Fackel in Öl getunkt, sodass es für eine gewisse Zeit reicht. 5 von ihnen nehmen aber noch extra Vorrat, Reserve, Öl mit, weil sie denken, wer weiß, wie lange das dauert. Ne? Ich meine, wir sind heute in unserer Tradition gewohnt, eher bei einer Hochzeit auf die Braut zu warten. Damals hatten die wohl manchmal auch die Erfahrung gemacht, so ein Bräutigam kann sich auch mal Zeit lassen.
Fünf von denen dachten, nee, Quatsch, wir wissen ganz genau, wann er kommt. Wir brauchen nicht extra Reserveöl mitschleppen. Die fünf anderen haben gesagt, wir nehmen lieber was mit. Nun, es kommt, wie es kommen musste. Sie schlafen erstmal ein, weil der Bräutigam sich verspätet und es immer länger dauert. Irgendwann wachen sie auf, weil der Bräutigam dann endlich kommt. Dann stellen aber die fünf, die keinen Reservevorrat mit haben, fest, Mist. Das reicht nicht mehr aus. Wir haben zu wenig Öl, die Fackeln reichen nicht mehr aus. Sie gehen schnell zu den anderen von uns und sagen, ihr habt doch extra ein bisschen was mitgenommen, können wir das irgendwie teilen? Sie sagen, nee, 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 dann reicht es nicht für euch und auch nicht für uns. Also guckt, dass ihr euch noch irgendwie Öl besorgt. Sie gehen, versuchen Öl zu besorgen, schaffen es auch, etwas zu besorgen, kommen aber dann zu spät, wo die Party schon läuft. Und dann lesen wir ab Vers 11, später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Und dann wendet er sich an seine Jünger, nachdem er dieses Gleichnis erzählt hat. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Während der untreue Knecht in der ersten Geschichte dachte, ach, das dauert sicherlich noch ganz lange, bis der Herr wiederkommt, gibt es in dieser Geschichte genau das gegenteilige Problem. Die fünf unklugen Brautjungfern glauben ganz genau zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Also wann der Bräutigam wiederkommt. Im übertragenen Sinne stehen sie für Menschen, die glauben ganz genau zu wissen, wann Jesus wiederkommt und wann das ein Ende hat. Sie leben in einer so extremen Naherwartung. Sie glauben, sie könnten es irgendwie berechnen, vorhersagen und prophezeien. Und vielleicht klingt das für dich total abstrus und denkst, hä, wer denkt denn so? Google das mal kurz. Du findest fürs jede Jahr, ich habe jetzt auch extra in der Predigtvorbereitung mal geguckt, für dieses Jahr gibt es auch schon einige Vorhersagen, Prophetien, Berechnungen aus dem Christlichen und aus ganz unterschiedlichen Dingen. Leute glauben jedes Jahr irgendeinen Tag herausgerechnet, rechnen zu können, wann Jesus wiederkommt, wann die Welt untergeht. Es gibt ganze Sekten und Leute, die irgendwelchen Führern hinterherlaufen, die verkaufen all ihr Hab und Gut, weil sie denken, wozu soll ich mir darüber Gedanken machen, was in 10 Jahren oder 20 Jahren oder was ist, wenn ich alt bin hier auf der Erde, weil Jesus kommt doch sowieso ganz, ganz bald. Ist doch eindeutig, wenn du hier diese ganzen Dinge liest mit den Kriegen und Erdbeben, ist doch ganz klar, dass wir jetzt in der Endzeit leben, dass es nicht mehr lange dauern kann. Und Jesus will hier auf diese Falle aufmerksam machen und sagen, Vorsicht, Vorsicht, jedes Mal, wenn Menschen glaubten, genau zu wissen, wann Jesus kommt oder wann ihr Leben vorbei ist oder wie auch immer, und solche Dinge berechneten, blamierten sie sich nicht nur selber, sondern sie schadeten auch der Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit des christlichen Glaubens. Deshalb lasst uns zuerst nehmen, was Jesus in Matthäus 24, Vers 44 sagt. Darum haltet euch, auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Also Mathematik hat im Zusammenhang mit Endzeit nichts verloren. Wer anfängt zu rechnen, wann Jesus wiederkommt, disqualifiziert sich automatisch. Und dann kommt das dritte Gleichnis. Und dieses Gleichnis dreht sich nicht direkt um den Zeitpunkt. Es geht also nicht darum, ob jemand denkt, dass es ganz früh sein wird oder jemand denkt, dass es ganz spät sein wird, sondern hier geht es mehr um die Art und Weise, ja, wie lebe ich denn jetzt in dieser Zwischenzeit? Zwischen dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt und jetzt. Und dann kommt dieses Gleichnis mit den sogenannten anvertrauten Talenten. Vielleicht das bekannteste dieser drei Gleichnisse. Und wenn es um diese Talente geht, geht es nicht um Fähigkeiten und Begabungen, sondern Talente waren eine Geldwährung. Und es gibt da drei Diener. Einer bekommt fünf, einer bekommt zwei, einer bekommt ein Talent. Und alle bekommen sie den Auftrag, damit zu wirtschaften, weil ihr Herr, ihr Chef außer Landes zieht und sie für eine Zeit lang damit betraut. Derjenige, der fünf Talente bekommen hat, wirtschaftet damit und macht daraus fünf weitere. Also aus fünf macht er zehn. Derjenige, der zwei bekommen hat, macht aus zwei vier. Derjenige, der eins bekommen hat, denkt sich, nee, 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 das ist mir viel zu unsicher.
bekommt Angst und vergräbt das in der Erde und sagt, ich gehe lieber auf Nummer sicher, dann kann ich auf jeden Fall nichts verlieren. Ja, als sein Herr dann zurückkommt, begegnen die beiden sich und lass uns mal schauen, was er von seinem Herrn zu hören bekommt. Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, das hat er ihm vorher vorgeworfen. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, dass der dritte Knecht für einen Menschen, für einen Christen steht, der eine so starke Jenseitsfokussierung hat, dass er denkt, ach weißt du, es geht ja sowieso um das, was später ist, wenn Jesus wiederkommt oder wenn ich im Himmel bin, in der Ewigkeit, jetzt hier auf der Erde, bin ich ja nur Durchreisender. Und hier wird die Falle beschrieben, eine so starke Fokussierung auf das Jenseits zu haben, dass man das Potenzial und die Möglichkeiten, die Gott mir heute hier in diesem Leben gibt, nicht sehe und nicht entfalte. Jesus möchte hier deutlich machen, ich kann mich als Christ nicht hinstellen und sagen, weißt du, es geht ja um die Ewigkeit. Jetzt bin ich gerettet, ich weiß, ich komme irgendwie in den Himmel, jetzt setze ich mich mal hin und warte, bis es endlich soweit ist. Weil hier auf dieser Erde, das ist ja sowieso alles vergänglich, alles irdisch, braucht doch keiner. 3 Fallen, vor denen er die Jünger warnt. Und er schließt das Ganze ab mit einem Text, wo er dann sehr konkret und praktisch wird. Und er sagt, hey, wisst ihr, wenn der Sohn Gottes tatsächlich kommen wird, dann wird das folgendermaßen sein. Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und jetzt sagt er, was die Menschen auszeichnet, für die das Reich Gottes vorbereitet und vorbehalten ist. Er sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden? Und sie zählen all diese Dinge auf, die Jesus vorher gesagt hat. Und denken sich, wann war das? Wann ist das passiert? Und dann Vers 40 lesen wir, darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich gemacht. Und hier fügt Jesus das Gesamte zusammen aus der gesamten Endzeitlehre und den Gleichnissen und sagt, Leute, ich möchte euch bitten, lasst euch nicht in eurem Denken und in eurer Haltung, in eurem Fokus davon abbringen, wozu ich euch in diese Welt gestellt habe und wozu ich euch berufen habe. Tappt bitte nicht in diese Fallen und fangt an zu spekulieren und zu rechnen und zu überlegen und euch mit Dingen auseinanderzusetzen, die so unklar und spekulativ sind. Es gibt einen Grund, warum du heute lebst. Es gibt einen Grund, warum du heute dort bist, wo du bist. Und vielleicht ist deine Zukunft sehr ungewiss. Und vieles, was deine Zukunft betrifft, kannst du nicht wissen und nicht einschätzen. Aber es gibt einen sicheren Weg, den besten Weg, um mit einer ungewissen Zukunft zu leben.
Und das ist es, die Möglichkeiten, die Gott uns heute gegeben hat, wahrzunehmen und unseren Auftrag zu leben. Wenn ein Mensch, der arm ist, uns begegnet, etwas gegen seine Armut zu tun. Wenn jemandem etwas fehlt, um anzuziehen, ihm etwas anzuziehen, zu geben. Wenn jemand hungrig ist, ihm etwas zu essen, zu geben. Wenn jemand ohne Zuhause ist, ihn zu Hause aufzunehmen. Weißt du, das ist der sicherste Weg, egal ob du 8 Tage oder 80 Jahre zu leben hast. Wie du jeden Tag bereit bist, Gott zu begegnen und gleichzeitig dein Leben investierst für Dinge, die in Ewigkeit Wert haben. Und weißt du, was das Genialste dabei ist? Du musst dir nicht mehr die Frage stellen, wann werde ich irgendwann Jesus begegnen? Denn du wirst an jedem Tag, wenn du das lebst, wozu Gott dich auf diese Welt gestellt hat, im anderen Christus begegnen und erleben, was es bedeutet, trotz aller Ungewissheit, die die Zukunft mit sich bringt, eine tiefe Sicherheit und einen tiefen Frieden in Christus zu haben. Und das wünsche ich dir. Und wenn du Teil der Kirche für Bonn bist, dann will ich dich in besonderer Weise herausfordern. Hey, es gibt einen Grund, warum Gott uns hier in diese Stadt gestellt hat, warum Gott diese Kirche gegründet hat und warum du hier bist. Lass uns bitte eine Kirche sein, die sich nicht ablenken und abbringen lässt vom Wesentlichen durch irgendwelche theologischen Nebensächlichkeiten, durch irgendwelche Spekulationen und irgendwelche unklaren Fragen. Sondern lass uns diese Worte von Jesus neu annehmen, als eine Ermutigung und Erbauung, das zu leben, wozu wir berufen sind, wozu wir hier sind. Und dann ist es egal, ob Jesus morgen wiederkommt oder in Hunderten von Jahren wiederkommt. Denn wir können dann sicher sein, dass wir jeden Tag so gestalten, dass er für die Ewigkeit einen Unterschied macht. Ich hoffe, dass du dich mitnehmen lässt und dass wir als Kirche bereit sind, diesen Weg zu wählen. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Gott segne dich dabei. Jesus Christus, ich danke dir, dass du so vertrauenswürdig bist, dass bei aller Ungewissheit, die die Zukunft mit sich bringt, wir wissen dürfen, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, der uns Tag für Tag durch unser Leben leiten will. Und ich danke dir, dass du uns nicht hier alleine lässt, sondern dass du uns begleitest und dass du uns in all diesen Situationen selbst persönlich begegnest. Oh Herr, öffne uns bitte die Augen für die Menschen, die du uns in den Weg stellst, für die wir genau das sein dürfen. Lass uns unsere Augen nicht verschließen vor Armut, vor seelischen Nöten, vor Einsamkeit, vor Menschen, die echte Not erleben. Lass uns dort dein Arm, dein Werkzeug sein. Danke, dass du Sieger bist. Dass wir ganz genau wissen dürfen, wir kennen zwar nicht den Zeitpunkt und nicht die Jahreszahl, aber wir wissen, wir dürfen unsere Ewigkeit mit dir verbringen. Danke, Jesus, für diese lebendige Hoffnung. Amen.